Hallo und hallo, herzlich willkommen zu Super Mario Omega. Hier mit Super Mario und Super Luigi. So, bevor wir ins nächste Level einsteigen, muss ich noch mal kurz was sagen. Beim Ende vom letzten Level ist tatsächlich das Spiel abgestürzt. Wir mussten gerade das Level noch einmal spielen und ganz entspannt durchgehen. Da haben es natürlich super, ja, ohne große Hindernisse geschafft, gleich beim ersten Mal. Ich glaube, wir haben ein paar Leben verloren im Zuge des Neustartens hier. Aber jetzt geht's weiter. Wir danken euch, dass ihr treu dabei seid, immer mitzuschauen, alles haargenau zu analysieren. Hey, Moment mal, der hatte vorhin eine andere Lebensanzahl. Was ist da passiert? Genau solche Nachfragen, ungelösten Fälle. Das ist interessant, das ist wichtig, das interessiert die Leute von heute. Das müsst ihr natürlich in die Comments posten. Wir sind gerne bereit, euch Auskunft zu geben, falls wir es nicht schon wieder vergessen haben. Und steigen jetzt ein in Island Ruins und schauen mal, was der Geist da auf der Karte und die Pyramide mit uns sagen wollen. Los geht's. Was? Ja, genau das möchte uns das Spiel sagen. Wir pausieren nicht, sondern freuen uns, dass wir Musik hören, ohne irgendwas Schwarzes sehen. Steigen einfach ein ins Level. Wir sehen Musik, die ans Ägyptische Reich erinnert. Wir denken alle an Super Mario und Cleopatra. Ja, ihr kennt ja den Freund von Obelix, Super Mario, mit dem Zaubertrank, den Pilz, ne? Kennt ihr alle. Und ja, wenn ich die Musik so weiter höre, dann werde ich gleich auch zur Mumie, die sich bewegt und einfach mittanzt. Ich habe schon die Cheops-Maske mir bestellt. Kommt erst leider morgen an. Heute ist Feiertag, da klappt das nicht. Ich hätte sie natürlich aufgesetzt und damit moderiert. Aber das ist leider heute nicht möglich. Daher müssen wir euch vertrösten auf unbestimmte Zeit. Wir gehen derweil weiter und sagen, es gibt keine Geister hier. Wir sagen es einfach mal, sehen nur welche, aber das ist egal. Das machen viele Menschen im Leben, die sagen, es gibt etwas nicht, obwohl es augenscheinlich da ist. Das ist ja egal. Wir spielen weiter, weil wir leben in unserer eigenen Welt und damit haben wir das Thema erledigt. Es gibt keine Klimaerwärmung, nein, gibt es nicht. Das ist alles nur Einbildung. Wir gehen weiter, springen durch das Level und sehen hier ein paar Geister, die sich tatsächlich so im wahrsten Sinne des Wortes, ja, die Kugel freuen und immer zeigen, ja, eigentlich kann man die Geister nutzen, um zu sagen, wie spät es ist. Man muss einfach mal auf Start drücken und dann die aktuelle Uhrzeit ablesen. Es hilft natürlich dabei, die Sonnenuhr anzumachen, geht aber gerade nicht, da die Sonne nicht scheint. Wir springen weiter und freuen uns, dass wir sehr weit springen können, um über die Stacheln rüber zu kommen. So, wir merken, dass das Spiel braucht lange zu laden. Wir sollten vielleicht mal einmal gegentreten, kann helfen, ja. Und schon sind wir weiter und sehen, dass links ein Midpoint war, den wir uns gerne holen möchten. Tun wir auch. Vielleicht ist links noch was in den Steinen drin. Wäre es Sonic the Hedgehog, dann wäre da definitiv ein Bonuslevel zu finden. Ist es aber leider nicht. Naja, es ist ja auch nicht Sonic the Hedgehog. Damit ist das Problem geklärt. Wir gucken jetzt, dass wir links oben auf die Plattform springen können und ignorieren die Fratzen der Geister, weil die sind einfach nur komische Fratzen. Davon gibt es natürlich auch personalisierte Formen. Also als Inspiration der Fratzen gibt es natürlich Mitarbeiter oder Kollegen oder Freunde aus dem eigenen Umfeld, die man einfach austauschen kann, ja. Demnächst im Handel einen Editor, um die Fratzen zu editieren und mit normalen Freunden Freundesbilder auszutauschen. Snapchat und dergleichen, Import, alles möglich. Ja, wir schauen, wir warten gespannt drauf, wann es released wird, aber wir wissen es selber nicht. Wir machen einfach unsere eigenen Ideen. Das hier ist unser Big Boo-Freund. Big Boo erinnert mich immer daran, wenn man schlecht geschlafen hat, man wacht einfach auf und dann denkt man sich so, what the heck, ist mein Kopfkissen aber groß geworden. Schaut man es an, macht es plötzlich die Augen zu. Ja, wenn ihr also solche Träume habt, solltet ihr das tun, was Mario gerade gemacht hat. Ihr solltet euch nochmal hinlegen und überlegen, ob ihr nicht das Leben nochmal anfangt. Also daher möchte das nicht als Aufruf zum Selbstmord sein. Nein, wir sagen einfach, falls ihr Big Boos in der Nacht seht, macht einfach das Licht an und dann werdet ihr sehen, dass es kein Big Boo war. Gut, also, um jetzt hier wieder auf das Spiel zurückzukommen, haben wir gerade ein Leben verloren. Wir wollten euch zeigen, wie das funktioniert.
Super Luigi gibt sich alle Mühe, wenn er Super Mario spielt, das wirklich immer akkurat, synchron zu dem, was ich hier moderiere, auch gleich nachzusetzen. Und wir sind immer gespannt, weil wir selber nicht wissen, was als nächstes kommt, was uns hier erwartet. Wir sehen ein paar Schildkröten oder eine Schildkröte in dem Fall, die schon wieder verschwunden ist. Und wir freuen uns, dass wir unseren Freund, den Big Boo, wieder vor uns haben. Ich tippe drauf, dass unten in diesen Kästchen vielleicht eine Ranke drin ist. Muss aber nicht sein. Könnte auch ein P-Block sein. Wir wissen es nicht. Und wir wollen es jetzt auch nicht rausfinden. Also springen wir einfach weiter durchs Level. Und diesmal ohne abzustürzen, gehen wir nach rechts weiter und nehmen hier die Ranke. Ich habe doch gesagt, es riecht hier nach Ranke. Also danke, Anke, Ranke. Ja, also falls ihr mal einen Namen für eine Ranke braucht, nennt sie Anke. Ja, das könnte helfen. Damit ist schon wieder ein Problem gelöst. Wir freuen uns immer, euch zu helfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen übers Leben habt, stellt sie uns in den Comments und wir geben unser Bestes. Ja, die Fragen zu beantworten. Jetzt haben wir das Level mit 27 Punkten beendet und gehen weiter und danken euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ciao.